2012 schien sich die launische Up-and-Down-Liebesbeziehung der USA zur Formel 1 endlich zu beruhigen, was wir nicht zuletzt der Fertigstellung dieser wunderbaren Strecke in Texas zu verdanken haben. Seitdem durften wir hier aufregende Rennen erleben, darunter auch die Entscheidung in der WM 2015, als Lewis Hamilton sich vorzeitig den Titel sicherte. Das heutige Rennen findet in Travis County, Texas auf dem wundervollen Circuit of the Americas mit seinen 20 Kurven statt. Wir werden heute Zeugen von Höchstgeschwindigkeiten um die 320 km/h werden und es gibt hier zahlreiche Überholmöglichkeiten. Besonders in den zwei DRS-Zonen vor Kurve 1 und später auf der langen Gegengeraden vor Kurve 12. Beim heutigen Rennen wird uns Stefan Römer begleiten. Schön, dich zu sehen. Was denkst du über das Rennen und wie sind die Bedingungen auf der Strecke? Um ehrlich zu sein, sieht es dort draußen ein bisschen kalt aus. Die Reifen haben einen relativ beschränkten Betriebsbereich, wenn es um die Temperatur geht, bei der sie den besten Grip haben. Wenn die Strecke kalt ist, ist es wesentlich schwieriger, die Temperatur hochzuhalten, wodurch Grip verloren geht und dadurch vielleicht mehr Fehler entstehen. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Richter macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Verstappen, Hülkenberg, Valtteri Bottas und Weber, Magnussen, Albon, Grosjean und Charles Leclerc, Ricciardo, Sainz Jr., Sebastian Vettel und Norris, Perez, Raikkonen, Lance Stroll und George Russell. Gasly, er hat eine Gridstrafe erhalten und Devin Butler startet aus der hintersten. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Okay, you can brake late into one because of the incline. It's a slow corner though, so make sure you stay out of trouble. Good luck. Ja, da habe ich mich nochmal versaut gestern. Na gut, dann herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2019. Wir machen heute, gehen heute ins letzte Rennen, beziehungsweise ins drittletzte Rennen dieser Saison. Und ja, schauen wir mal, ob wir es heute kriegen. Los geht's. Wir müssen heute eigentlich gewinnen. Und dieser Mann, der rechts von uns steht, darf heute nicht ins Ziel kommen. Ich darf jetzt wahrscheinlich wieder. Ja, Zeit für so eine Runde, klar. So würde ich mich drüber freuen. Und Hamilton ist draußen. Ja, wir nicht. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Naja, schauen wir mal. Wir müssen heute auf jeden Fall liefern. Da habt ihr mir tatsächlich in der letzten Kurve das Rennen, die Pole versaut. Ich hätte hier easy die Pole holen müssen. Jetzt muss ich erwarten, natürlich, bis alle in die Box gehen. Bis alle zurückkommen, nicht? Ah, natürlich, jetzt müssen wir wieder alles abwarten hier. Bis dann so der Rest kommt. Da kommen sie. Ja, eine Hülkenberg auf 4 vor Bottas, auf jeden Fall. Also auch kein schlechtes Ergebnis. Danach wie bei Ferrari lange nicht. Das Gute ist, dass wir auf jeden Fall rankommen können, dass wir tatsächlich auf Platz 2 Fahrer werden springen können. Mit einem guten Ergebnis hier. Aber schauen wir mal. Das Rennen wird sicherlich nicht einfach.
So, Auftakt zum 19. Grand Prix der Saison. So, den Hamilton bin ich schon mal weg. Los. Und hinter uns sind Weber und Hülkenberg schon. Hauptsache Hamilton ist erstmal weg. Wobei wir jetzt einen Alpha den Alpha da hinter uns kleben haben. Gelb. Oh, bitte hoffentlich Hamilton. Ja, ist kein Ausfall. Schade, ich hatte gehofft, vielleicht Hamilton oder so. Aber der wird wahrscheinlich irgendwo dahinter kleben. Auf 4. Oh, das kann auch Bottas sein. Ich glaube, das ist sogar Bottas dann dahinter. Naja, schauen wir mal. Wir fahren jetzt unser Einrennen hier nach Hause. So, jetzt gehen wir hoffentlich schön. Hier ein starkes Rennen noch, hoffentlich. Ein Sieg wäre super. Also Hamilton darf, wie gesagt, maximal auf Platz 9 kommen. Bestzeit. Wir sind weg erstmal aus dem DRS-Fenster schon von dem Alpha. Klar, wenn wir 26 Punkte holen, wäre das super. Vierzehn Runden stehen heute an hier. Und dann geht es nächste Woche nach Brasilien. Na, da wollen wir liefern. Aber heute erstmal, wie gesagt, ein starkes Ergebnis holen und unsere Hausaufgaben machen. Alles andere. Hamilton, na gut, Hamilton ist dahinter. Ja gut, das ist klar. Okay, dann hat sich das Thema mit der WM auch erledigt. Aber wir wollen natürlich was für Fahrer und für die Team-WM tun. Platz 2 will ich, zumindest als Vize-Weltmeister, möchte ich das Team verlassen. Hamilton, der war vorbei an Nico Hülkenberg. Und jetzt bin ich heute auch schon dran an Weber. Also, Bestzeit. Definitiv keine schnellste Runde mit den Soft geben, dafür sind die Reifen zu alt. Ach, ärgere mich gerade, dass ich die Pole nicht kaputt, mir die Pole kaputt gemacht habe. Ja, eventuell müssen wir dann tatsächlich nochmal Teile wechseln. So, Hamilton jetzt vorher auch an Weber.
So, guck, was die Zeit jetzt gleich sagt. 2,3. Okay, alles gut. Wir bauen sogar einen Vorsprung aus. Also, ich war die Abstand bei 2 Sekunden. Also, alles perfekt. Wobei ich nicht glaube, dass wir hier. Ich doch was wollen. Also solange so Hamilton die Zweite ist, ist das Thema für E und C gegessen. Deswegen werde ich wahrscheinlich von Brasilien nochmal alle Teile austauschen, dass wir da von ganz hinten schon und dann im Saisonfinale in Abu Dhabi fit sind. Und dann nochmal da angreifen, Richtung Platz 2 Fahrer werden. Bei Brasilien ist es durchaus leichter aufzuholen als in Abu Dhabi. So, 10 Runden haben wir noch. Also der Abstand bleibt, wird größer. Daher alles in Ordnung, was unsere Einheit betrifft. Meine Reifen sind noch eine Runde älter als seine. Wird sich jetzt hoffentlich gleich ändern, wenn ich dann die Mediums drauf habe. Mit denen wir auch ziemlich ebenbürtig sind. Also mit gleich sind wir auf jeden Fall schneller. Ein bisschen ist alles rangekommen, aber da bin ich auch nicht super, nicht sauber durch die SS durchgekommen. Aber Hamilton jetzt auch ein bisschen dran kommt an uns. Der ist nicht schlecht drauf, der ist gut dabei. Weiß gar nicht, wann er jetzt uns in die Box schicken möchte. Neun Runden noch. Wir müssen also jetzt gleich irgendwann reagieren, oder ist es tatsächlich der Motor, der jetzt Ärger macht? Ja, der will, dass wir reingehen. Der will, dass wir reingehen jetzt, auf die Mediums gehen. Dann mache ich das jetzt auch. Jetzt nochmal eine ordentliche bisschen pushen im. Jetzt nochmal ein bisschen liefern, 2,5. Ja, aber jetzt ist der wieder ein bisschen größer geworden. Ja, ist okay. 2,6. Da habe ich schon wieder ein bisschen größer. Das ist einfach mein gerade. Die Reifen sind gerade das Problem. Ich muss jetzt gerade echt wirklich rein. Mit 40% macht es nämlich nicht mehr viel. Dann gehe ich jetzt in die Box, hole mir neuen Satz Reifen. Und dann sollte das eigentlich funktionieren mittlerweile wieder. Jetzt noch einen Satz.
Hamilton bleibt draußen. Wieso gehst du auf... Hä? Wieso gehst du auf... Warum gehst du auf was? Strategiefehler, liebe Leute. Dankeschön, Gasly. Weil er mir einfach sagt, komm, ich hau dir die Tür... Ich mach dir die Tür so zu, dass du direkt einfach ein... Oh, Alter. Jetzt muss ich ja gucken, dass ich mit den... Oh, super, ey. Ich kann mit dem... Ich bin mit den Halbpassen... mit den harten Reifen nicht einmal gefahren, aber ich krieg die... Wenn ich ja nicht vorbeikomme, ne? Warum gibt der mir nicht die... warum gibt der mir nicht die gelben? Ich muss jetzt auf jeden Fall mit den... Da, ich war vorbei an Gasly und Räikkönen. Ja, ich muss jetzt ein bisschen arbeiten hier. Gefällt mir nämlich auch nicht. Ich muss jetzt gerade Positionen versuchen aufzuholen. Hamilton jetzt ist in der Box. Hey Bot, das war. Das Problem, ich komme nicht an dem 12 vorbei. Jetzt bin ich aber vorbei. Geh weg. Ich vermute, dass ich mit der Strategie den Sieg kaputt gemacht habe. Oder mit der Strategie den Sieg kaputt gegangen ist. Oh, Stroll, verschwinde doch hinter mir, Alter. Du hast eh nichts zu melden mit dem Reifen. Oh, jetzt habe ich den Typen wieder vor mir, ne? Geh mir nicht auf den Nüsse, Stroll, ey. Seit Bottas habe ich schon weg. Das ist das Wichtigste. Bottas Vettel, aber die stehen ja echt ein bisschen weiter hinten. So, jetzt muss ich gucken, dass ich den Hamilton kassiere. Sag ja, die fahren alle auf Mediums. Vorbei in Hamilton wieder. Ne, Hamilton fährt auch auf Hard. Okay. Damit ist okay. Alles gut. Bisschen durchatmen gerade. Ein paar nämlich auf Mediums gefahren, hatte mir. Oh, jetzt haben sie mir die falschen Reifen draufgegeben. So, Ricciardo führt noch, aber der war noch nicht... Ja, ich hätte auf Mediums gehen sollen. Weil er mir tatsächlich... Weil ich durch diesen scheiß Verkehr die ganze Zeit auch mit Stroll und so, dass ich da so viel Zeit liegen habe, Zeit liegen lassen.
Erzähl mal, was ihr gegessen müsst, was die WM-Team betrifft. Das wird Hamilton unter sich ausmachen. Nur ich will meinen 8. Saisonsieg holen. Und zumindest die zweite Version der Fahrer-WM. Also die 26 Punkte will ich mir nämlich nehmen. So, jetzt ist Ricciardo in der Box. Und auch Kimi Räikkönen. Ja, 14. 10, 4 Runden noch, Entschuldigung. Besser pushen, weil der ja frische Reifen drauf hat. Aber solange ich hier ein bisschen mich weghalten kann, ist das okay. Weil der auch jetzt kräftig dran ist, ne? Ist das ein Schatten unter dem Flügel oder der Hamilton ist? Ja, schon klar. Ich habe das Gefühl, dass der mich gleich noch immer kassieren wird. Das war nicht gut. So, ein bisschen wieder atmen darf ich jetzt auch gerade. Bottas auf 3 momentan. 3 Runden noch. 3 Runden noch. Muss ich mich ja wehren. Da gegen den anschirmenden Mercedes, der da hinter mir klebt. Weil ich jetzt auch wieder Luft zum Atmen habe. Durch die S komme ich deutlich besser durch. Da liegt der Williams deutlich besser als der Mercedes. Mal gespannt, wenn nächste Saison ein besseres Auto da ist, dann habe ich da ein bisschen mehr mitreden kann um die WM. Es sind viele Rennen dabei gewesen, die Saison, die mir einfach nicht lagen. Mit Singapur oder auch mit Japan zum Beispiel. Oder die unnötige Disqualifikation in Australien, wo ich vielleicht sogar jetzt noch ein bisschen weiter. Gut, Punkte wären eh nicht drin gewesen, aber die kamen halt hier irgendwann, diese Disqualifikation. Aber ja, passt schon. Wir sind auf jeden Fall dabei. Wir haben die Chance auf den Vize-Weltmeistertitel. Und jedes Mal übersteuert nämlich hier diesem. So, ich muss noch ein bisschen atmen, liebe Leute. Ein bisschen müssen wir noch. Runde 12. 2 Runden noch. Vorsprung 1,8 Sekunden. Aber solange ich mir im DS-Fenster nichts zu suchen hat, ist mir das herzlich egal. Verstappen auf 4. Dann wahrscheinlich erst Hülkenberg, ja. Wenn wir denken, dass der Start gut lief, dann Weber Hülkenberg 2-3 waren. Was mir auch persönlich lieber geworden wäre. Na, brauche ich aber gerade nicht. Brasilien ist auch wieder so eine Strecke, die mir liegt. Aber jetzt erstmal wieder nochmal ein bisschen hier USA pushen. Vielleicht hier noch einen Sieg rausholen. Nochmal 8 rausholen. Im Idealfall gehen wir hier mit 10 Siegen raus. Aber es reicht da nicht, um die WM zu gewinnen.
50% reichen halt nicht, ne? Oder 49% sind das dann nur. Magnussen. Okay, ein Auto raus, aber ich hatte gehofft, dass es vielleicht Hamilton ist. Aber dann wäre ich wieder dabei gewesen. Aber so definitiv nicht. Solange er auf der 2 liegt, ist mir das Herz, bin ich raus aus dem WM-Team. So, 3 Runden haben wir noch. Sprit 1,8. Der Abstand ist leider gleich geblieben. Noch 2 Runden, also liebe Leute. Eine Runde noch plus diese hier. Aber dahin steht der pinke Renner von Herrn Magnussen. Der ist ein Big Auto, das wir ja am Montag fahren durften, letzte Woche. Jetzt ist er weg. Zum vorletzten Mal über diese Gerade hier. Natürlich dieses letzte Geschlängel hier nochmal. Letzter Sektor. So, zum vorletzten Mal um diese Kurve. Und dann heißt es noch eine Runde, sich dem Hamilton erwehren und auf 8 Saisonsiege kommen. 1,7. Okay, 1,6 war vorher, das heißt, wir haben nochmal eine 100 oder. Ne, wir haben eine 100 verloren. 8 war der Abstand vorher. Aber das ist herzlich egal gerade. Hamilton kommt nicht wirklich in Position, um uns anzugreifen. Wir dürfen aber keine Fehler machen, ne? Sonst kann das auch ganz schnell wieder passieren. Nochmal eine 100 rausgeholt, was die Zeit betrifft. Ein letztes Mal diese Haarnadel. Dann das letzte Mal über diese lange Gerade. Wie weit ist der Motor? 60%. Wenn wir jetzt mehr als wir eben hatten. Zum Trainingsmotor. Der hat nämlich 57 gehabt. Ich will halt ungern noch mal einen neuen Motor einbauen. Wobei ich jetzt wahrscheinlich wieder den Vierer-Motor einbaue. Um halt dann den Rest der Saison durchzuziehen. Genau das meine ich. Aufpassen. Nicht so wie unnötig das Auto noch jetzt wegdrehen, dass wir das Ding verlieren. Und dann geht's jetzt. Einmal noch wieder zur Kurve. Einmal noch erwehren. Und dann heißt es ja Sieg Nummer 8 in dieser Saison für Williams. Gott sei Dank. Genau, nach Mexiko der zweite Sieg in Folge. Und damit geht ein weiteres Jahr der Formel 1. Glückwunsch. Mal wieder. Schnell zu sein und muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Und das war USA. Und das ist der Sieger Hamilton, also der Weltmeister, nicht der Sieger sind wir, aber der Weltmeister ist Lewis Hamilton. Und den wollen wir nächste Saison schlagen.
Letztendlich bedeutet das, dass der Führende nicht mehr eingeholt werden kann. Wir haben also einen neuen Weltmeister. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Mein Fahrer des Tages war Devin Butler. Er war grandios, wie er sich durch das Feld gebahnt hat, wodurch er seinen Ruf gefestigt hat, sich unbarmherzig hochzukämpfen. Ein weiterer deutlicher Sieg für Mercedes, die sich damit den Konstrukteurstitel sichern. Das ist auch gut. Eine unglaubliche Leistung des gesamten Teams. Und damit geht ein weiteres Formel-1-Wochenende zu Ende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen. Also seien Sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Ja, da vorne wird sich mehr. 64 Punkte sind das auf Red Bull. Das hole ich nicht auf. Wie gesagt, auch da muss ich beide Rennen gewinnen, um da eine Möglichkeit zu haben. Aber wie gesagt, einzig Vize-Weltmeister, das könnte noch werden. Ah, ist das ärgerlich. Oh, gut. Das war, wie gesagt, auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Wir haben sie wohl alle unterschätzt, nicht wahr? Was haben Sie uns in Bezug auf die Zusammenstöße zu sagen? So, bis die Abnutzung. Devin war im heutigen Rennen viel besser als im Qualifying. Hatten Sie das erwartet? Jo, dann heißt es jetzt erstmal Feierabend. Wir sehen uns auf jeden Fall, wie gesagt, wieder nächste Woche zum großen Preis von Brasilien. Dann nochmal das vorletzte Rennen und dann geht's nach Abu Dhabi zum Abschluss. Aber wie gesagt. So, Butler haben wir fast geschlagen. Ein tolles Ergebnis, du hast dich gut geschlagen. Ich denke, über so eine Leistung kann sich keiner beschweren. Gut, dann haben wir das durch. So, bauen wir da mal einen neuen Motor rein. Haben wir irgendwas, was jetzt wirklich kaputt geht? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. So, der ist bei 74, der ist bei 60. Ja, dann machen wir das so. Bauen wir den Motor noch ein. Was haben die gesagt? Die Getriebe eigentlich. Alles gut. Boah, das ist sowieso. Nee, dann lassen wir das noch sein. Ich kriege mal mit dem Glück ein neues Getriebe rein. Ich habe ja Singapur jetzt noch eins eingebaut. So. Dann war's das und wir gehen nach Brasilien wieder. Ja, und da sehen wir uns dann hoffentlich nächste Woche. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play F1 2019.